Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia hier und herzlich willkommen zu einem weiteren wunderschönen Talk-Video. Heute geht es um diesen Stuhl und um einen anderen Stuhl, den ich habe. Ich blende es hier vielleicht mal ein. Ich blende euch hier ein Bild ein, wie ich die beiden Stühle connected habe. Und zwar kennt ihr noch meinen anderen Stuhl aus Let's Plays, aus Parfüm-Videos, aus allen. Der ist ja immer mehr abgebröckelt, der sah einfach nur noch asozial aus. Butterweihe, Fische, weil das Leder, das Kunstleder halt immer mehr abgegangen ist und war nicht mehr so bequem. Und ich habe so einen wunderschönen Sternengürtel, so ein pinker Gürtel mit so Sternen. Und der hat enorm ein bisschen aufgerissen, weil die Sterne echt spitz sind. Damit könnte sich jemand töten. Nee, Spaß. Aber ja, die haben den Schuh ein bisschen aufgerissen. Der sah einfach nicht mehr schön aus. So, da habe ich mich informiert. Boah, ich hole mir jetzt so richtig einen Girly Girl Game Chair. So pink, weiß, das ist so mein Lieblingsfarbkombo. Und ja, 120 Euro. Dachte mir so, ach, am Ende kann ich das nicht zusammenbauen. 120 Euro. Ihr wisst ja, ich habe noch meine Parfümliste abzuarbeiten. Das sind auch noch so 800, 900, 1000 Euro, also mehr als 1000 Euro. Weil der T-Rex, der auf meiner Wunschliste steht, allein schon 200 Euro gekostet. So eins der krassen Parfüms auf diesem Planeten sein. Es wird mein Endboss, mein letztes Parfüm, was ich erstmal kaufe. Aber es dauert noch. Ja, und ich spare halt, wo ich sparen kann. Ich kaufe hier keine Spiele mehr. Ich gehe zur Tafel und gebe mein Geld quasi nur für Parfüms aus. Und für Energy Drinks. Ich spare, wo ich sparen kann. Und für Wasser natürlich auch. Ich trinke nur Energy Drinks. Es gibt ja auch Leute, die sagen mal, Cecilia, bist du aufgedreht? Boah, was für Drogen nimmst du? Ich nehme nur Energy Drink. Ich nehme keine Drogen. Das ist eigentlich ein cooles Kompliment, wo man sagt, hey, was für Drogen nimmst du? Weil, ganz ehrlich, ich nehme keine Drogen und habe trotzdem diese Energy. Das musst du erstmal nachmachen. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dann dagegen entschieden, diesen Stuhl zu kaufen. Ich meine, er sah schön aus, was war wieder Kunstleder und wie lange hält der? Anderthalb Jahre und dann muss ich schon wieder 120 Euro zahlen. Habe ich keine Lust drauf, habe mich dagegen entschieden. So, und ich habe eine teure Anlage, die jetzt 200 Euro gekostet, die funktioniert aber nicht mit meinem Mainboard. Frag mich nicht warum, es funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, es geht nicht, es geht einfach nicht, es fuckt mich ab. Ich habe hier einen Subwoofer stehen und Boxen, wirklich Dolby Surround, es funktioniert nicht. Mein PC hasst diese verdammte Box. Das heißt, mein Sound geht nur über den zweiten Bildschirm. Wisst ihr, wie scheiße der Sound ist? Manchmal machst du voller YouTube-Lautstärke und hörst es nicht mal. Das ist so ein miserabler, schlechter Sound, dass mir die Worte fehlen. So. Jetzt dachte ich mir, Mann, so alles kacke. Jetzt hast du keinen Stuhl, brauchst einen neuen Stuhl. Deine Soundanlage ist doof. Ich habe mir für 10 Euro beim Schminken, wenn ich mich schminke, dann höre ich immer Musik. Und ihr wisst, ja, ich liebe es, Musik zu hören. Ne? Schade, dass es mit dem Zweitkanal nicht geklappt hat wegen Copyright, Musikreactions und so. Ich liebe es, Musik zu hören. Musik ist mein Leben. Deswegen habe ich mir zum Schminken für 10 Euro das ist eine billige Anlage gekauft. Für Schminken reicht es. Ne? Habe ich im Badezimmer gestellt, ja. Billige Anlage halt. Die hat auch keinen guten Sound. Aber, jetzt kommt das Aber. Ich kaufe mir, ich will mir einen neuen Stuhl kaufen. Ich habe schlechten PC-Sound und ich höre gerne beim Schminken Musik. Und ich habe, seitdem ich 13 Jahre alt bin, war ich noch ein ganz kleines Girl. Bin noch zur Schule gegangen, ja, schön mit Schulranzen. Da habe ich diese Stühle gekauft und auch diesen Stuhl. Also, und die kann man auch connecten. Was ist das für ein Stuhl? Der heißt Commander Game Chair. Und ja, der hat auch Kunstleder und splittert hier ein bisschen ab, sehe ich. Naja. Auf jeden Fall, oh mein Gott. Dieser Stuhl, Leute, das ist der absolute Hammer. Game Chair. Ach, Cecilia, jetzt kommt doch endlich zum Punkt. Muss es spannend machen. Ne?
Mein Vater und ich, wir sind öfter in den Mediamarkt gefahren. Ich komme vom Dorf, Kalldorf bin ich aufgewachsen. So ein ganz kleines Dorf in NRW. Dann sind wir mal nach Minden in den Mediamarkt gefahren. Muss man schon ein bisschen fahren, ne? Weil aus dem Dorf, da ist halt nichts. Schon gar kein Mediamarkt. Das war immer richtig Hype. Meistens habe ich ein Spiel bekommen, eine Kleinigkeit bekommen, weil Toys R Us war auch noch da. Oder andere Sachen bekommen, was weiß ich. Was mich halt so anlacht. Mein Vater war sehr großzügig, war Einzelkind. Wenn meine Oma dabei war, habe ich so immer richtig viel bekommen. Und meine Oma war auch den Tag dabei. So. Und dann stand da ein Setup aufgebaut. Ich glaube mit Xbox 360 oder PlayStation 3. PlayStation 3, glaube ich. Und es war ein Rennspiel. Ich glaube, es war Gran Turismo für PlayStation 3. Mit Lenkrad und dem anderen Stuhl, den ich euch eben eingeblendet habe. Okay. Und dieser Stuhl sieht ja schon so richtig Eyecatcher-mäßig aus. Der zieht die Aufmerksamkeit auf dich. Die Augen wie so ein Magnet gehen auf diesen Stuhl. Und nicht nur, weil er cool aussieht, weil das Setup geil aussah, sondern weil er ballert wie sonst was. Die ganze Zeit die Bässe und der Sound und er sitzt da drin und es ist eine Kino-like-Atmosphäre, nur besser. Aber im Kino hast du vielleicht guten Sound, Dolby Surround, kinomäßig, boah, überall laut. Aber du hast die Bässe nicht im Rücken. Bei diesem Stuhl setzt du dich wirklich rein, stellst du Bass ein, kannst Bass einstellen, Tonlautstärke einstellen. Hier ist sogar noch eine Fernbedienung mit bei. Da kannst du den Rücken massieren, kannst es anpassen an den Soundtrack oder was du auf jeden Fall gerade machst. Damals habe ich so Dime Destroyers 5 gesuchtet und Dime Destroyers 6. Und das habe ich da eben halt auch mit diesem Stuhl gespielt. Das heißt, es muss viel früher sein. Den hier hatte ich 2013. Den anderen Stuhl, der da steht, den hatte ich so zu Dime Destroyers 5 Zeit. Ist ja viel, viel älter schon. Ja, krass, auf jeden Fall war ich so begeistert. Und ich habe gezockt mit diesem Stuhl, weil wir haben den dann natürlich mitgenommen. Alle waren begeistert. Mein Vater war begeistert, meine Oma fand es cool, alle fanden es cool, meine Mutter, alle fanden es geil. Wenn man einen Stuhl kauft, kriegst du schon mal als Geburtstagsgeschenk irgendwie so. Habe ich den wirklich bekommen? 150 Euro hat der gekostet damals. Das geht eigentlich. Und ich hatte den Spaß meines Lebens, wirklich. Ich habe Dice Royals 5 gespielt, jeden Schlag, jeden getöteten Gegner. Du hast das Gefühl, wenn du getroffen wirst, die Vibration, die Bässe. Du hast das Gefühl, du warst im Spiel. Du warst im Spiel drin. Kein Heimkino kann sowas leisten. Kein Dolby Surround kann sowas leisten. Nur der Stuhl kann sowas leisten. Bässe im Rücken. Der phänomenal geile Sound. Wow. Just wow. Gaming war auf einem anderen Level. Und es hat sich rumgesprochen, wenn ich mit Leuten getroffen habe zum Zocken. Was hier? Die hat immer diese geilen Stühle, diese Soundstühle und wirklich teilweise Sachen, die auf Schränken standen, sind am Wackeln gewesen. Die Bässe haben alles weggefetzt. Das konntest du ans Handy anschließen, an MP3-Player, an PSP, an Nintendo DS, 3DS, konntest es connecten. Das Problem ist, Cinch-Kabel. PlayStation 3 hat noch HDMI, hat neben HDMI auch einen normalen Anschluss gehabt. Konnte ich mit Cinch verbinden. Alles gut. Später übrigens habe ich mir dann, das muss 2013 gewesen, war da dieser Game Share. Weil der andere hat nicht diese Massagefunktion. Da war man natürlich begeistert von der Massagefunktion. Mit Kunstleder sieht halt noch ein bisschen krasser aus irgendwie. Haben wir den auch noch mitgenommen. Für 2 Spieler. Weil man die halt connecten kann. Wir uns informiert, kann man die connecten? Ja, mit einem weiteren Cinch-Kabel. Das sind die rot-weißen. Kennt keiner mehr. Rot-weiß Kabel für Sound. Das gelbe Kabel bei deiner Wii oder bei deiner PlayStation 2 ist dann nur für die Bildqualität. Gut, und dann hatte ich 2 Stühle, ne? Meine Freunde fanden das schon so cool.
dass ich einen Stuhl hatte. Mit dem Sound haben wir uns mal abgewechselt. Hauptsächlich saß ich natürlich drin. Ne? Aber wo ich dann einen zweiten hatte, boah, sitzt hier mit diesen geilen Stühlen, das macht so Spaß. Zu zocken weiß das hier, ja, es hat sich richtig rumgesprochen. So. Und es war ein Erlebnis. Vor allem der Sound ist ja noch geiler dann. Da vibriert's, hier vibriert's, da ist Sound, da ist Sound. Der ganze Raum ist gefüllt. Das ist ein Erlebnis ohne Gleichen, wirklich. Könnt ihr euch das nicht vorstellen? Kein Heimkinosystem, nichts kann nur ansatzweise mithalten mit diesen Stühlen. Okay? So, und dann hatte ich da zwei von. Ideal wäre natürlich vier davon zu haben. Boah. Imagine, just imagine, vier Stühle davon. Habe ich nicht den Platz für, aber das wäre der Heimtipp, ne? Wenn du irgendwie eine gute Anlage haben willst, hol dir vier von diesen Stühlen. Ich glaube, die gibt es nicht mehr, aber es gibt neue Versionen davon. Einfach mal eingeben, Sound Booster, Sound Blaster, Game Chair oder so, dann findet man da schon was. Auf jeden Fall bin ich irgendwann umgezogen. Es lag daran, dass mein Vater eine neue Frau hatte. Ja, Scheidungskind leider. Und mit dieser neuen Frau habe ich mich gar nicht verstanden. Die hat mir das Leben zur Hölle gemacht. Und ich kannte auch viele Leute in Oldenburg. Bin ich in Oldenburg gezogen. Da war ich studiert. Ich krieg die Frage immer noch, ne? Ja, was hast du denn studiert? Geschichte und Religion. Evangelische Religionslehre auf Lehramt. Ich habe das Studium nicht abgeschlossen, weil der Stress mir einfach zu groß war, okay? Aber das habe ich studiert, 7 Semester. Okay, so, dann war ich in Oldenburg. Neue Wohnung. Kleine Wohnung. Nachbarn. Bei meinen Eltern, wenn die mir erlaubt haben, ich kann die Soundstühle ballern, kann ich ballern. Okay. Dann war es egal, wie laut das ist. Will ich damit sagen. So, ich wollte natürlich keinen schlechten Ersteindruck machen, vor allem wenn die Vermieterin mir schon gesagt hat, wenn du laut bist, dann reißt es. Du bist raus. Hat die so gesagt. Okay. Da habe ich mir so gedacht, puh, kann ich aber hier nicht wirklich Party machen, ne? Deutschland ist erlaubt, bis 22 Uhr ruhig laut zu sein, muss man nicht mal, aber man kann das theoretisch tun. Gut. Habe ich aber nicht gemacht, wollte keinen schlechten Eindruck machen. Und zu der Zeit, wo ich in Oldenburg war, das war 2018. Nee, es muss schon eher gewesen sein. 2017. Seit 2017 bin ich in dieser Wohnung. Und ihr wisst, was 2017 ist. PS4, neue Xbox, HDMI, 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 HDMI. Diese Stühle sind oldschool. Richtig oldschool. Wenn du eine alte Soundbox hast, also eine Anlage, dann wirst du auch noch Cinch-Anschlüsse finden. Wie gesagt, das sind diese rot-weißen Anschlüsse. Falls ihr eine alte Konsole habt, N64, GameCube, PS2, PS1, Wii, guck mal, da sind diese Cinch-Anschlüsse. Die gibt es heutzutage nicht mehr, weil zuerst alles HDMI. Besseres Signal, bessere Qualität, HD. Okay. Das heißt, ich habe Nachbarn, ich darf nicht laut sein, Vermieterin macht Stress. Und die neuen Konsolen lassen sich sowieso nicht damit verbinden. Und ich mache ja alles über den PC. Mit TV-Karte, Emulator. Ich mache ja alles über den PC. Und PC hat erst recht keinen Cinch-Anschluss. Okay? Bedeutet, ich habe diese Stühle abgeschrieben. Naja, funktioniert eh nicht, passt nicht mehr so. In der modernen Welt, nicht mehr zu meinem Lifestyle. Habe die Stühle hier in der Wohnung ewig lang stehen gehabt. Die standen einfach rum. Ich habe diese schlechte Computerbox benutzt, wo du kaum was hörst. Ich habe beim Schminken eine 10 Euro Speedlink-Box benutzt für Sound. Obwohl eine Kino-like Soundanlage hier rumsteht, mit Bässen im Rücken, over the top, 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 habt ihr noch nicht so gesehen. Niemand hat diese Stühle, das ist das Beste, was es auf diesem Planeten gibt. So,
Letzte Woche lag ich im Bett. Mann, mein Stuhl geht immer mehr kaputt. Und wenn ich mir jetzt einen Girly Girl Chair bestelle, diesen Gaming-Stuhl in Pink-Weiß, oh Mann, wieder 120 Euro weg. Und naja, es löst das Soundproblem nicht. Und ich würde mal gerne meine Musik richtig genießen. Und dann habe ich mich wieder erinnert: Mensch, du hast doch hier diese Stühle. Ach ja, Chinch. Kannst ja sowieso nicht mit dem PC verbinden. Da habe ich mal was probiert. Der andere Stuhl hat ein Kabel, steht MP3. Das Connecte mit der MP3-Player. Gut, habe ich mal MP3-Player mal wieder angeschlossen, habe den Sound voll enjoyed. Yay! Ich war im siebten Himmel. Aber das löst ja nicht mein PC-Problem. Okay? Und naja, da habe ich gedacht, okay. Der erkennt den MP3-Player, wenn ich das Kabel da reinstecke. Was passiert eigentlich, da das Kabel so aussieht wie bei meinen anderen Kopfhörer? Ich habe ja noch meinen Casual-Kopfhörer, den ich auch für MP3-Player benutze. Ja, euer Girl benutzt immer noch MP3-Player, was besser ist, auch als auf dem Handy alles drauf zu machen, weil MP3-Player nur für Musik ist. Also MP3-Player kaufen, Oldschool. Das Headset-Kabel, das in den MP3-Player passt. Erkennt ja der PC und sieht genauso aus wie das MP3-Kabel von dem Stuhl. So. Das MP3-Kabel von dem Stuhl ist nur so lang. Jetzt muss ich den Stuhl hochheben, ich habe kaum Kraft, sodass ich das einmal nur testen kann. Das Kabel reingesteckt in den PC, in den AUX-Anschluss, wo so ein Kopfhörer abgebildet ist. Und ich habe ein Lied angemacht, was richtig bassert. Und dann ging das Lied einfach über den PC in den Stuhl. Mindblowing war das. Ich so, oh mein Gott, was ist das für ein Kabel? Wenn das den PC erkennt, dann muss ich das irgendwie verlängern. Es muss eine Möglichkeit geben, dass man den Stuhl mit dem PC connecten kann. Es geht, es geht, es geht. Ich habe angehört, Playboi Carti, Just Breathing. Der Bass einfach so ballert. Und da habe ich mich informiert, was gibt es für Kabel? Wie kann ich das verbinden? Was ist das überhaupt für ein Kabel? Habe ich gemerkt, dass es ein normales AUX-Kabel ist. So, und dann bin ich natürlich nicht blöd. Habe erstmal geguckt, okay, AUX-Kabelverlängerung, ja, gibt's. Aber dann kann ich diesen Stuhl nicht benutzen, weil der hat diesen Anschluss nicht. So, da habe ich geguckt. Gibt es, habe ich noch nie von gehört, gibt es ein AUX-Cinch-Kabel? Also ein AUX-Anschluss, was du im PC machst. Und zwei Cinch-Kabel rausgehen, also rot-weiß. Pommes rot-weiß, bitte. und überraschenderweise gibt es das. Da bin ich auf YouTube-Videos gestoßen, wie man alte Anlagen mit dem PC verbindet. Und es ging auch mit diesem Kabel. Habe ich wieder, okay. Was unterscheidet die alten Anlagen von diesem Stuhl? Nichts. Beide haben einen Cinch-Anschluss und können nur mit AUX im PC verbunden werden. Gut. Kabel bestellt. Passt nicht. Passt nicht in den Stuhl, war zu fett. Okay. Probiere ich es in den anderen Stuhl. In den anderen Stuhl passte es und es ging. Es ging. Und ich habe natürlich noch so ein anderes Kabel bestellt. Cinch, damit die Stühle sowieso connecten kann. Und das passt komischerweise in diesen Stuhl. Das heißt, der Hauptstuhl ist der da. Der leitet den AUX-Kram weiter in diesen Stuhl über das Chin-Chin-Kabel und beide Stühle connecten mit dem PC. Es ging einfach first try. Gleich ein bisschen recherchiert. Aber ich habe direkt die richtigen Kabel bestellt und das alles nur für 18 Euro. Ich habe jetzt den besten Sound, den ihr euch vorstellen könnt. Besser als jedes Kino, besser als jede Heimkinoanlage, weil du einen Bass am Rücken hast. Du fühlst jeden Song. Du fühlst jedes Computerspiel. Du bist in dem Song. Du bist in dem Computerspiel. Das ist Weltklasse. Ich muss bei YouTube nur so ein ganz kleines bisschen Lautstärke machen, weil sonst bebt ganz euren Rücken zur Erdbebenwarnung. Wirklich. So krass sind diese Stühle. Und es ging.
Ich war die glücklichste Frau auf diesem Planeten. Ey, euer Girl war noch nie so glücklich. Wow. Ihr wisst ja, ich liebe Musik und ich konnte das so enjoyen. Und zusätzlich ist der Stuhl verdammt bequem. Der ist richtig bequem. Bedeutet, ich habe einen anderen Stuhl die Lehne abgeschraubt und habe einfach diesen Stuhl da drauf gepackt. Weil der hat keinen Ständer. Der soll normalerweise auf dem Boden liegen. Da mein Desktop aber viel zu weit oben ist, musste ich halt den irgendwo ablegen. Hab den alten Stuhl die Lehne abgeschraubt, den Stuhl draufgesetzt. Auf der anderen Stuhl passte der Soundstuhl sowieso drauf. Hatte nicht wirklich viel Arbeit mit. Jetzt habe ich einen neuen Stuhl, der bequem ist, der eine Soundanlage ist, besser als jedes Heimkino-System. Ich kann alles richtig enjoyen. Die Bude bebt. Es ist der Hammer. Es ist der absolute Hammer und niemand hat sowas. Ich kann ein ganz anderes Zockererlebnis haben, ein ganz anderes Musikerlebnis. Ich habe so viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das für 18 Euro. Es ist der absolute Hammer. Es war das größte Five-Head-Play, was ich je gemacht habe. Also Big Brain, wirklich. Ich sag's euch, ich habe wirklich so viel Geld gespart. 120 Euro hätte der Stuhl gekostet. Eine gute Soundanlage hat auch 200 Euro gekostet. Wären wir schon bei 320 Euro gewesen. Jetzt habe ich eine Soundanlage, die besser ist als alles andere. Die besser im Rücken. Und ich habe noch einen gemütlichen Stuhl. Für 18 Euro. Geil, geil, geil. Oder was meint ihr dazu? Kennt ihr solche Stühle? Habt ihr selber sowas schon mal getestet? Schreibt es in den Kommentaren und eure Meinung natürlich dazu. Ich finde das einfach nur absolut amazing. Wirklich. So gut. Die standen hier die ganze Zeit rum. Gut, das ist natürlich wirklich dämlich. Ist nicht vorher schon auf die Idee gekommen, bin, das war irgendwie auszutesten, aber. Tja. Habe ich nie gemacht. It is how it is. Klar, wenn ich Let's Play, muss ich halt weiter meinen Kopfhörer haben oder wenn ich meine Videos mache. Weil die sind so laut, dass wir dann in Mikro übersteuern und im Füße mich nicht hören. Das funktioniert nicht. Aber ja, so privat habe ich jetzt den besten Sound, den man sich nur vorstellen kann. Wollt ihr euch mal erzählen? Coole Geschichte, wie ich finde. Mal was Interessantes, was man nicht so kennt und ein bisschen wieder aus meinem Leben geredet. Wirklich. Ich war damals dafür bekannt, diese Stühle zu haben in der Schule, weil die so geil sind. Gut, ihr Lieben, jetzt möchte ich aber wirklich sagen, Daumen hoch, bis zum nächsten Mal und stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo, freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!